Liebe Kinder und Freunde der Maskengeschichte, heute fliegen wir nach Mexiko. Mexiko liegt südlich der USA und verbindet es mit Mittelamerika. Westlich liegt der Pazifik und östlich der Atlantik mit dem Golf von Mexiko. Früher lebten hier mehrere Kulturen, darunter die Azteken und die Maya. Später wurde es zu einer spanischen Kolonie und vor über 200 Jahren erklärte Mexiko sich selbst für unabhängig an, auch vor den Spaniern. Hier wird jedes Jahr zu Allerheiligen ein Fest der Toten gefeiert. Die Mexikaner sprechen Spanisch und dann heißt es Día de los Muertos. Das Totenfest ist eine jahrtausendalte mexikanische Tradition, um den Verstorbenen zu gedenken. Die Familien bauen in ihrem Heim ein Altar mit Foto des Verstorbenen auf. Dann wird tolle Musik gespielt und das Lieblingsessen des Verbliebenen gekocht. Die Familie kommt zusammen und die Verstorbenen aus dem Jenseits auch. Und gemeinsam wird gelacht, gefeiert, gegessen und geliebt. Ganz anders als in unseren Kulturen. Hier in Mexiko werden die Toten regelrecht bejubelt und bleiben so in langer Erinnerung. Die geschminkten Totenmasken treten dann vom 30.10. bis 2.11. zum farbenprächtigen Volksfest auf. Die Masken erinnern zusammen mit den vielen bunten Totenschädel und Skeletten auf den Straßen am ersten Tag an die verstorbenen Kinder und am nächsten Tag an die Erwachsenen. Nicht zu verwechseln ist dieses Fest mit Halloween oder Karneval. Und jetzt zu unserer Kreativecke. Wir brauchen Handtücher, Creme, Waschlappen, Schminke, Pinsel, Schwämme, Wasser, Wattestäbchen, Haarreif und Haarspangen, einen Spiegel und Feuchttücher. Bevor ihr anfangt, ist es ganz wichtig, sich einzucremen. Denn ohne bekommt ihr die Farbe sehr schwer wieder ab. Als erstes grundiert ihr euer ganzes Gesicht in Weiß. Am besten mit Tupfen. Als nächstes malt ihr eure Augenpartie komplett schwarz. Ich habe mich an meinen Augenbrauen orientiert. Zum Schluss bitte am Auge aufpassen. Mit zusammengekneiften Augen könnt ihr vorsichtig um die Wimpern ausmalen. Das klappt ganz gut. Das sieht gut aus. Jetzt die Nase. Malt hier einfach ein umgekehrtes Herz auf. Jetzt der Mund. An beiden Seiten eine gerade Linie ziehen. Und die Lippen nicht vergessen. Damit es auch wie Zähne wirkt, noch ein paar senkrechte Striche. So viele ihr wollt. Jetzt noch etwas Schatten, mit Schwarz am Haaransatz entlang und dann mit dem Schwamm dort vertupfen. Wirkt super! Und schwupps, seid ihr fertig! Aber nicht mit uns. Wir treiben es genauso bunt wie die Mexikaner. Hier gibt es auch keine genauen Vorlagen. Tobt euch aus. Hier für euch ein Schülerclub-Vorschlag.
Alternativ könnt ihr auch die schnelle Variante nehmen. In der Drogerie habe ich diese Sticker hier entdeckt. Diese gibt es meist zu Halloween zu kaufen und die kosten auch nicht viel. Wir freuen uns auf die nächste Reise mit euch. Euer Schülerclub aus Berlin im Schöneweide. Wir freuen uns auf die nächste Reise. Euer Schülerclub aus Berlin im Schöneweide.